Dass alle Menschen sterblich sind, liebe Zuhörer, das ist so selbstverständlich, das weiß Jesus Kind. Und so leicht geht es uns von den Lippen, als sei es für uns persönlich gar nicht gemeint. Wir wissen es genau, schrieb Sigmund Freud, aber wir glauben es nicht, denn wir leben, als sei es nicht wahr. Dennoch kann es zuweilen geschehen, dass uns der Gedanke an den eigenen Tod mit Erschrecken und ohne Ausweichen überkommt. Mit einem Schlag wurde es mir an diesem Nachmittag klar, heißt es in einem zeitgenössischen Roman. Niemand außer mir befand sich in der Wohnung. Ohne Hemmung gab ich mich meiner Verzweiflung hin. Ich schrie, krallte die Finger in die Wand, schlug mit den Händen. Der Tag der Fälligkeit kommt, sagte ich mir, einmal ist es soweit. Wie erträgt man das nur? Als ich verstört wieder aufstand, fragte ich mich, wie machen es nur die anderen? Ja, was macht ein Mensch, wenn ihn mitten im Leben das Todesbewusstsein ergreift? Vielleicht ist ein Unglück der Anlass, der Tod eines Bekannten, die knappe Rettung aus einer Gefahr oder auch es fehlt überhaupt jeder Anlass und doch sind die Kulissen des gewohnt dahinfließenden Alltags auf einmal wie zusammengestürzt, alles hält an, du durchschaust mit einem Schlag die ganze Bahn deines Lebens bis an das Ende und alles steht plötzlich in Frage. Es ist nicht selbstverständlich zu leben und es hört einmal auf. Schon der Jugendliche ahnt das, wenn ein Lebensabschnitt für ihn beginnt, den er nun selbst verantworten muss. Der Erwachsene spürt es, wenn er in der Mitte der Jahre Bilanz zieht und Enttäuschungen und Erfolge abwägt. Es bedrängt die Alternden, wenn ihnen die Macht über ihr eigenes Leben immer mehr entgleitet und sie über den Wert des Gelebten ins Nachsinnen kommen. Der eigene Tod ist eben nicht etwas, was erst ganz am Ende akut wird, sondern eine Grundgewissheit, die schon da ist und uns begleitet. Ja, der Blick auf das Ende verändert sogar, was wir gegenwärtig erleben. Wer zur Nachdenklichkeit neigt und einmal weiß, es wird verrinnen, der kann darüber sogar in Schwermut geraten. Leben dieser Welt vergeht wie ein Wind, der niemals steht, wie die Blume so kaum blüht und auch schon zur Erde sieht, wie die Welle, die erst kommt und den Weg schon weiternimmt. Welches Urteil soll ich fällen? Welt ist Wind, ist Blum, ist Welle. Es gibt Menschen, die können solche Gedanken nie ganz vergessen und sogar im Alten Testament finden sich Schriften, die durchzogen sind von dieser müden Melancholie. Vom Lachen musste ich sagen, Unsinn, und von der Freude, was nützt sie? Ich besah mir alles, was unter der Sonne geschah und sie, alles eitel, ein Jagen nach Wind. Aber liebe Zuhörer, zum Glück, nicht alle sind wir ja Dichter. Die meisten werden schneller mit solchen Entdeckungen fertig. Wer robuster Natur ist, der wird wohl eher die Parole befolgen. Iss, trink, sei fröhlich, morgen ist alles vorbei. Laut gesagt wird das höchstens zwar mal scherzhaft, auch nur selten mit bewusster Entschiedenheit geglaubt. Es bestimmt bloß einfach das praktische Leben. Der Normalfall ist, jene trüben, störenden Gedanken lieber gar nicht erst hochkommen zu lassen. Da die Menschen unfähig waren, Elend, Unwissenheit und den Tod zu überwinden, sind sie, um glücklich zu sein, übereingekommen, nicht daran zu denken. Das notierte Pascal. Aber auch das Abdrängen, ist ja eine Antwort. Man gibt sich dann geschäftig und betriebsam, arbeiten, nicht verzweifeln, diesmal eine Devise oder auch Hausbacken, wieder
jeder ist seines Glückes Schmied. Und dass er sich selber der Nächste ist, folgt dann sozusagen ganz von selbst. Wenn das Ende im Ungewissen verschwindet, was kann man dann Vernünftigeres tun, als vom Leben eben zu nehmen, was es doch immerhin bietet? Und so kommt es, dass der Kampf ums Dasein oft schon den ganzen Daseinssinn ausmacht. Weitergehende Fragen verbannt man in Stunden des Trübsinns, drängt sie völlig ins Unterbewusstsein, auch gegen Depressionen gibt es ja Pillen. In Wahrheit ist es eben die Angst vor dem Tod, die sich so alltäglich äußert, als betriebsame Sorge um unser Leben. Und wahrscheinlich hat sie größere Macht über uns, als uns das bewusst ist. Es ist das Unglück des Menschen, schrieb wiederum Pascal, um seine Lage zu wissen. Zugleich aber auch seine Größe und Chance. Denn dieses Wissen fordert ihn heraus, zu seinem Leben in ein bewusstes Verhältnis zu treten. Ganz frei wird erst sein, wer auch zu seinem Tod seine eigene Einstellung findet. Kann die Hoffnung auf Auferstehung, die wir in dieser Nacht so festlich bekennen und die in der Tat in das Zentrum des christlichen Glaubens gehört, kann diese Hoffnung die Antwort auf die Todesherausforderung sein? Das ist die Frage, die ich Ihnen heute zumuten möchte. Allerdings sie auch sofort begrenzen. Es soll nicht um die historischen Fragen gehen, die mit dem neutestamentlichen Zeugnis der Auferstehung Jesu verbunden sind. Denn zumindest was dieses Zeugnis selbst sagen will, ist eindeutig und kaum wegzuerklären, dass nämlich Gott selbst Jesus vom Tod erweckt, ihn als Lebendigen offenbart und damit seine endgültige Verheißung allen eröffnet hat, die sich auf sein Evangelium verlassen. Die bleibende, entscheidende Frage geht deshalb an uns, ob wir in dieses Zeugnis einstimmen wollen und mit welchen Gründen einstimmen können. Ob also der Glaube an Auferstehung überhaupt menschlich sinnvoll, menschlich vertretbar und menschlich glaubwürdig ist. Es war bei einem Spaziergang am Strand von Alger, erzählt der französische Schriftsteller Albert Camus. 16 Jahre war ich alt. Da sah ich, wie ein kleiner Araberjunge von einem Autobus überfahren wurde. Eine kleine Ansammlung entstand, der stumme Vater, die schreiende Mutter, die Gaffer. Ich warf einen Blick auf die Gruppe, ging einige Schritte voraus, zeigte auf den strahlend blauen Himmel, dann auf die Menschen und sagte zu meinem Freund, du siehst, der Himmel antwortet nicht. Verstehst du, ich mag nicht glauben, dass der Tod Beginn eines neuen Lebens ist. Für mich ist er eine zugeschlagene Tür. Alles, was man mir einreden will, läuft doch darauf hinaus, dem Menschen die Last seines Lebens abzunehmen. Diese Position, liebe Zuhörer, imponiert mir schon deshalb, weil sie so bewusst und entschieden ist. Denn damit stellt sie eher die Ausnahme dar. Normal und auf Dauer tödlicher als die offene Ablehnung, die ihn trifft, ist für den Auferstehungsglauben inzwischen ja das Achselzucken, dem er begegnet. Die pure Verständnislosigkeit, wie sie übrigens sich längst auch bei den Christen ausbreitet. Warum sonst diese peinliche Sprach- und Hilflosigkeit, mit der man das Thema vermeidet? Die Vorstellungsschwierigkeiten allein, die dem Auferstehungsglauben seit jeher anhaften, können dafür allein die Ursache nicht sein.
eher wohl das unaufhaltsame säkulare Lebensgefühl, das ich inzwischen in den letzten Fasern des zeitgenössischen Empfindens eingenistet hat. Ein perfekt sich abschließender Horizont, einschließend nur noch das, was der Fall ist. Liegt das am Einfluss der Wissenschaften, für die allein das Überprüfbare, das uns Zugängliche zählt, oder am tiefsitzenden Sicherheitsbedürfnis, das alles Unabsehbare abwehrt und für wirklich nur hält, was sich greifen lässt, oder an den Steuerungsmechanismen der Gesellschaft, die jedes Fragen, das den Funktionsablauf stört, systematisch verhindern, oder doch an der Mentalität des Konsums, dem neuen Hedonismus, wie es inzwischen schon heißt, der ganz auf den Augenblick setzt. Ich denke, dies alles bedrängt den Auferstehungsglauben zunehmend. Aber ein Einwand oder gar ein Beweis gegen ihn ist es nicht. Denn die Gegenfragen drängen sich auf. Beruht die Fraglosigkeit, mit der man sich ganz ans laufende Geschehen verliert, beruht sie nicht darauf, dass man zuvor auch schon das Staunen über das Wunder des Daseins unterdrückt? Zehrt die flache Munterkeit, mit der man dahin lebt, als wäre kein Ende, zehrt sie nicht von alten Hoffnungsreserven, die unterschwellig durchaus noch wirken, obwohl man sich nicht mehr zu ihnen bekennt? Und melden sich die stillgelegten Fragen nicht zunehmend in krankhaften Symptomen, deren Ansteigen tatsächlich Besorgnis erregt? Und wer kann denn sicher sein, dass ihn die sogenannten Letztfragen schließlich nicht doch noch einholen? In dieser Nacht, heißt es in einem Text von Ionesco, lag ich wach, ich dachte daran. Seit langem hatte ich keine so hellsichtige, so eisige Angst mehr empfunden. Furcht vor dem Nichts. Wie soll ich das beschreiben? Ich legte die Hand auf die Brust, um zu spüren, dass ich da war. Dann plötzlich war mir, als hätte die Finsternis des Nichts bereits begonnen, mich zu verschlingen. Wie hat die Menschheit sich damit abfinden können, da zu sein, ohne jede Erklärung? Wir sitzen in einer Falle, lehnen uns nicht mal auf. Keine Philosophie, keine Wissenschaft hat uns die Schlüssel des Rätsels gegeben. Wir werden geführt wie Hunde an der Leine geführt. Gewiss, wir fingen an, das Universum zu kennen, wie es chemisch zusammengesetzt ist. Wir haben ein paar Lichter, um die Nacht der Psychologie zu erhellen. Wir spalten die Materie gewiss und vieles andere gewiss, gewiss. Aber die Wissenschaft ist nicht die Erkenntnis. Ihre Reihen von Wörtern sind nicht das Wort. Wie hat die Menschheit sich abfinden können, da zu sein, ohne jede Erklärung? Ich denke, dieser Text spricht für sich. Und dennoch, die wirklichen Gegner des Auferstehungsglaubens bohren noch tiefer. Es ist die Frage selbst, gegen die sie sich richten. Die Frage und die Sehnsucht in dieser Frage. Der Gott der Christen erklärte vor 150 Jahren Ludwig Feuerbach kategorisch, sei doch nichts anderes als der in der Fantasie befriedigte Glückseligkeitswunsch. Dieser Wunsch aber ein abnormer, eingebildeter Wunsch, da der Tod für einen Menschen, der naturgemäß gelebt und zu Ende gelebt habe, überhaupt nichts Erschreckendes sei. Überdies ein egoistischer, unwahrer Wunsch,
weil der Einzelne sich dabei von der menschlichen Gattung, in der er Bestand und Erfüllung habe, selbstsüchtig isoliere. Dieser Optimismus der Gattung, er ist uns heute, wo kaum noch jemand sein eigener Enkel sein möchte, gründlich abhanden gekommen. Das Vorurteil aber, dass jeder Wunsch, der weiter reicht als der Tod, ein Beweis infantiler Unreife sei, das konnte sich hartnäckig halten. Man muss sich klar machen, was das heißt. Die Unruhe unseres Herzens, die Augustinus beschrieb. Der Mensch, eine Sehnsucht, die ihn selbst übersteigt, wie Pascal formulierte. Die letzten metaphysischen Fragen der Mensch, die noch der kritische Kant für unabweisbar hielt. Das alles nur Plunder der Geistesgeschichte. Kinderkrankheiten der Menschheit, die wir endlich abschütteln müssen. Dürfen wir also der Frage, wer selbst sind, nicht mehr trauen. Nicht mehr trauen dem, was wir auch wissen, dass wir alles, wofür wir uns einsetzen und unbedingt engagieren, kaum anfangen können oder auch seine Gültigkeit zu wünschen, sogar seine bleibende Gültigkeit. Und dass in jedem, was wir erreichten, doch stets noch ein unabgegoltener Rest blieb. Eine unerfüllte Sehnsucht, gerade auch in den Augenblicken des Glücks. Dass es uns unerträglich, vielleicht gar unmöglich ist, ernsthaft zu denken, dass der Mensch tatsächlich nichts sei als dieser Zufallstreffer der Evolution, über den sie dann auch ebenso launisch wieder hinweggeht, eine kleine Mücke im Abendlicht. Die singt ihr kleines Lied und dann verschwunden, für immer. Sigmund Freud, der die Hoffnungen der Religion, wie Feuerbach, für Illusionen ansah, fügte doch immerhin noch hinzu, dass menschliches Glück im Plan der Welt eben nicht vorgesehen sei. Auch Camus, den ich eben genannt habe, obwohl er sich für ein Leben ohne Hoffnung entschied, anerkannte doch das tiefste Bedürfnis des Menschen. Denn er nannte dieses Leben, das er wählte, widersprüchlich, absurd. Ja, wir können unbedingt fragen, unbedingt wünschen und brauchen uns das auch nicht ausreden zu lassen. Denn solches Fragen ist keine Krankheit, von der wir geheilt werden müssten, sondern Auszeichnung des Menschen, Beweis seiner Freiheit und des Unbedingten, das in ihm selbst ist. Und so bleibt, meine ich ehrlich, dies die einzige Alternative vor die Menschen, wenn sie zu Ende fragen, sich gestellt sehen müssen. Dass entweder ein Gott ist, der die Frage, die wir sind, zu erfüllen vermag, oder aber der Mensch ein Selbstwiderspruch, vergebliche Sehnsucht. Sartre nannte ihn nutzlose Leidenschaft. Lassen Sie mich, obwohl einige von Ihnen das kennen, das Letztgesagte noch an zwei Beispielen und Erfahrungen etwas deutlicher machen, die wir, meine ich, nur um den Preis bestreiten könnten, dass wir das Menschlichste in uns verleugnen. Was geschieht eigentlich, wenn Menschen sich lieben? Ich meine jetzt nicht das Zerrbild, das die Konsumindustrie produziert, sondern Liebe, die den Namen verdient. Und solche Liebe ist wesentlich Gutheißung des anderen, so wie das in den dankbarsten Momenten auch gesagt wird. Es ist gut, dass es dich gibt. Also hat Liebe ihren Sinn in sich selbst. Aber sie sagt auch, gerade weil sie den anderen selbst meint, noch mehr. Sie sagt, du sollst sein. Du sollst sogar
unbedingt sein. Und damit wünscht sie ihm und verspricht sie etwas, was Menschen nicht wirklich machen können. Gabriel Marcel hat es auch ganz konsequent formuliert. Einen Menschen lieben heißt sagen, du wirst nicht sterben. Und nun meine Frage an Sie. Können Sie ernsthaft den Gedanken vollziehen, dass es mit einem Gestorbenen, den Sie geliebt haben und lieben, endgültig vorbei ist? Natürlich werden Sie sein Grab schmücken, Erinnerung an ihn bewahren. Aber ach, unsere Erinnerung verstellt doch zunehmend nur, was sie eigentlich vergegenwärtigen sollte. Sie erreicht den Toten nicht mehr und sie erlöscht schließlich selbst. Also noch einmal, können Sie ernsthaft den Gedanken bejahen, dass er vernichtet ist, vernichtet für immer? Würden Sie nicht im gleichen Augenblick die Gewissheit empfinden, ihn zu verraten, ihn geradezu dadurch dem Tod erst auszuliefern? Gibt es also überhaupt eine andere Möglichkeit unbedingter Treue zu Toten, als ihre Zukunft Gott anzuvertrauen? Das zweite ist das Faktum des Unrechts und des unschuldigen, unversöhnten Leidens. Es kann ja etwas kosten, das Gute zu tun. Zahllose gingen und gehen zugrunde dabei. Beispiele brauche und mag ich nicht schildern. Die Welt ist voll geschlachteter Güte und voll reüssierender Verbrecher mit langem friedlichem Lebensabend, notierte Ernst Bloch. Und schon Heinrich Heine: Warum schleppt sich blutend elend unter Kreuzlast der Gerechte, während glücklich als ein Sieger trabt auf hohem Ross der Schlechte? Also fragen wir beständig, bis man uns mit einer Handvoll Erde endlich stopft die Mäuler. Aber ist das eine Antwort? Für uns kann natürlich die nächste Konsequenz wieder nur sein, dass wir gegen das Unrecht, gegen den Triumph der Mörder über ihre Opfer tun, was Menschen tun können. Aber was ist dann mit den Vergangenen und den Toten? Sind sie bloße Vorgeschichte, zum Vergessenwerden verurteilt? Also wieder die Frage: Können wir uns für das Glück aller einsetzen? Können wir selber mit allen glücklich sein wollen und gleichzeitig wissen, dass für unzählige, längst namenlos andere das Erlittene, das tödliche Unrecht definitiv ist? Und war es insofern nicht ganz konsequent, dass der Glaube Israels, dem Gott, den er als Schöpfer der Welt und des Lebens bekannte, dass er ihm auch die Rechtfertigung der unschuldig zugrunde Gegangenen zutraute und deshalb zur Auferstehungshoffnung durchstieß? So eben der Hoffnung, die dann Gott selbst, indem er den getöteten Zeugen seiner Liebe nicht im Tod ließ, bekräftigt und zur endgültigen Verheißung gemacht hat. Dies alles, liebe Zuhörer, war kein Gottesbeweis. Ich wollte ja nur sichtbar machen, dass der Auferstehungsglaube menschlich sinnvoll, uns Menschen gemäß und verantwortbar ist. Nun ja, mach jetzt vielleicht ein Schlaumeier sagen: Ich gebe dir recht, es ist sinnvoll, ich werde mich auch freuen, wenn es auch wahr ist,
Also warten wir es ab, wir werden ja sehen. Muss ich jetzt noch eigens sagen, dass solche angebliche Offenheit, jedenfalls in praktischer Hinsicht, eine schlimme Selbsttäuschung wäre? Denn eben darauf wollte ich ja eingangs hinaus, dass wir uns faktisch immer schon so oder so zum Schicksal des eigenen Todes verhalten. Sei es, dass wir ihm, wie bewusst auch immer, das letzte Wort über unser Dasein einräumen, oder sei es, dass wir Gott unsere Rettung zutrauen. Im ersten Fall könnten auch unsere besten Anstrengungen nicht mehr sein als der tapfere Versuch, dem unabwendbaren Schicksal der Vernichtung den menschenmöglichen Sinn abzugewinnen. Ein Kampf allerdings gefährdet durch die Angst, die uns leicht auf uns selbst zurückwirft und uns dann anstachelt, uns nur selbst zu behaupten. Paulus nennt das die Herrschaft des Todes. Der zweite Fall aber ist erst gegeben, wenn wir auch ernst nehmen, was wir glauben. Und dies entscheidet sich nicht an dem, was wir von Gott reden, sondern was wir tatsächlich von Gott erwarten. Und ob wir auf das Erwartete setzen. Das könnte den christlichen Schlaumeiern so passen. Hier unten will jeder nur auf die eigenen Vorteile aus sein und obendrein noch einen Gott in Reserve halten, der ihnen den Status quo in alle Ewigkeit garantiert und womöglich noch ein bisschen verbessert. In Wahrheit ist überhaupt hier erst der entscheidende Punkt. Denn hier entscheidet sich die Glaubwürdigkeit des Glaubens. Ob er die Herrschaft des Todes und der Todesangst über unser Leben durchbricht. Und das heißt, wie weit er uns frei macht zu lieben. Denn es gibt keine ernsthafte Liebe, die nicht auch mit Selbsteinsatz, Risikobereitschaft, Wagnis und sich hergeben, kurz mit sterben können zu tun hat. Sterben können aber nicht aus Todessehnsucht oder Leidensverliebtheit, sondern zugunsten des Lebens, eines menschlicheren Lebens, so wie es Paulus als das durch Gott ermöglichte neue Leben beschreibt. Das andere aber, Furcht vor dem Tod spüren und weiterleben wollen, die Götter um Gunst, um gutes Wetter, um irdisches Wohlergehen und schließlich um einen günstigen Platz im Jenseits anflehen und ihnen dafür als Gegenleistung ein paar fromme Pflichtübungen anbieten. Das alles, liebe Zuhörer, das haben die Heiden auch schon gekonnt. Und das allein mögen wir auch noch so laut Halleluja anstimmen. Allein das bringt unsere Zeitgenossen die Verheißung dann doch keinen Schritt näher. Die Jesu-Auferweckung nicht nur für die Stunde unseres Sterbens, sondern auch schon jetzt für ein menschliches Leben bedeutet.